Hallo, ich bin Christian und möchte euch in diesem Video die Carmedian-Adapterkabel für das Vaeco-Rückfahrvideosystem-Anschlusskabel vorstellen. Viele Wohnmobilhersteller verlegen ja bereits werkseitig ein Vaeco-Kabel im Fahrzeug, aber nicht jeder möchte einen Vaeco-Monitor oder eine Vaeco-Rückfahrkamera nachrüsten. Es gibt das Carmedian-Adapterkabel auf 4-Pin-Rückfahrkameras. Das ist kompatibel mit dem Vaeco-Systemkabel. Auch monitorseitig gibt es ein Carmedian-Adapterkabel, was ebenfalls mit dem Vaeco-System kompatibel ist. Und auf der Vorderseite das Videosignal universell per Cinch ausgibt, das Audiosignal universell per Cinch ausgibt und die Spannungsversorgung der Rückfahrkamera über Niedervoltstecker bereitstellt. Wir können uns mal ansehen, welche Möglichkeiten wir haben. Wenn im Fahrzeug wirklich nur das Vaeco-Systemkabel vorverlegt ist, können wir eine Carmedian 4-Pin-Rückfahrkamera über dieses Kabel anschließen. Das machen wir jetzt hier mal in dem Fall. Das ist die Rückfahrkamera IR18. Und monitorseitig nutzen wir ebenfalls den Carmedian Monitor Adapter und bringen das Videosignal jetzt universell auf unseren 7 Zoll Monitor. Das ist das Modell CM-NMR7. Wir haben den über unser Terminal mit 12 Volt Spannung versorgt. Schaltimpulskabel angeschlossen, was wir simulieren über diesen Schalter. Wenn wir jetzt den Rückwärtsgang einlegen, schaltet sich der Monitor hinzu und zeigt das Kamerabild. Verwendet dafür haben wir wirklich halt nur das Systemkabel, um das Signal von hinten nach vorn zum Monitor zu bringen. Wir können das System natürlich auch jederzeit manuell aktivieren, wenn wir das wollen. Auch geht es andersrum mit einzelnen Komponenten. Wenn wir zum Beispiel die Vaeco-Kamera vorhanden haben, dann können wir auch die Vaeco-Rückfahrkamera original auf ein Fremdgerät bringen. Also hier in diesem Fall auch auf unseren Monitor oder auf ein Navigationsgerät, wie auch immer, alle Geräte, die über einen Videoeingang via Cinch verfügen. Wir sehen, wir haben jetzt die Vaeco-Kamera auf dem Carmedian Monitor. Auch hier die ganze Sache funktioniert weiterhin, kann auch auf Wunsch manuell hinzugeschalten werden. Auch geht's so, wir klemmen das mal um, wir schließen jetzt mal den originalen Vaeco Monitor an und bringen darauf dann mal eine Fremdkamera, in dem Fall dann unsere Carmedian Rückfahrkamera IR18. Auch den Vaeco Monitor versorgen wir mit Spannung über unser Terminal. Wir haben hier 12 Volt anliegen. Simulieren auch hier den Rückwärtsgang über Schaltimpulskabel über unseren Schalter. So. Entfernen wir hier den Monitoradapter wieder. Und schließen das Systemkabel direkt an den Vaeco-Kabelbaum an. So. Legen wir den Rückwärtsgang ein, auch hier simuliert über das Schaltimpulskabel. Schaltet sich das Vaeco-System hinzu und zeigt auch hier das Bild natürlich der Vaeco-Kamera. Genau, auch hier ist die ganze Sache natürlich jederzeit zum manuellen Aktivieren oder Deaktivieren gedacht. Also wir können auch den Monitor manuell hinzuschalten, so oder so, originale Funktion. Wenn wir jetzt aber die Vaeco-Kamera vom Systemkabel entfernen und über den Adapter die Fremdkamera, hier in dem Fall unsere Carmedian Rückfahrkamera IR18 anschließen, den Monitor über einen simulierten Rückwärtsgang wieder einschalten, dann sehen wir hier das Bild der IR18 auf dem Vaeco-Monitor. Auch hier können wir das Bild jederzeit manuell an- oder abschalten. Entsprechend. Man sieht, über die Adapter hat man halt wirklich mehrere Möglichkeiten. Wenn eben nur das Vaeco-Kabel im Fahrzeug vorhanden ist, hat man die Möglichkeit, mit einer 4-Pin-Rückfahrkamera von Carmedian das Modell gegen eine Vaeco-Kamera zu ersetzen. Dadurch, dass das Videosignal monitorseitig universell per Cinch ausgegeben wird, ist der Anschluss halt wirklich an viele gängige Monitore, Navis etc. möglich. Andersrum sind die Adapter natürlich auch einzeln erhältlich. Das heißt, wenn jetzt eine Vaeco-Kamera defekt sein sollte oder keine Kamera vorhanden ist, aber ein Vaeco-Monitor und Vaeco-Systemkabel, dann kann man halt hier eine Carmedian 4-Pin-Rückfahrkamera über den Adapter anschließen. Oder natürlich auch wiederum andersrum, wenn eine Vaeco-Kamera vorhanden ist,
mit dem Systemkabel, dann kann man halt auch wirklich den Monitoradapter verwenden und das Videosignal der originalen Vego-Kamera auf jeden gängigen Monitor via Chinspring sozusagen. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick vermitteln, was mit den Chameleon-Adapterkabeln möglich ist. Ja, würde mich freuen, wenn ihr unsere Website chameleon.com besucht. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch auch unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank!